Mit dem Modelljahr 2021 hat Tern eine neue Schaltungsvariante für das HSD auf den Markt gebracht. Das HSD S5i mit 5-Gang Shimano Inter-E DI2 Nabenschaltung. Das Besondere an diesem System ist der Umstand, dass man wahlweise vollautomatisch schalten lassen kann oder selbst die Gänge wechselt. Über das kleine Bedienpanel wird auf der mittleren Taste sehr einfach zwischen Vollautomatik oder manuell gewählt. Das System funktioniert in der Praxis recht gut. Wer super simpel unterwegs sein will, stellt auf Vollautomatik und den Rest erledigt die Technik. Wer jedoch dynamische und stets genau abgestimmte Schaltvorgänge erwartet, wird den Automatikmodus nicht immer aktivieren, denn es ist in vielen Fällen einfach passender, wenn man selbst die Gänge wechselt. Das liegt zum Teil auch daran, dass 5 Gänge natürlich nicht so eng aufeinander abgestimmt sind wie etwa 8 Gänge. Wünschenswert wäre ein etwas leichtgängigeres und größeres Bedienteil, denn nicht immer löst ein Drücker auch gleich den Schaltvorgang aus. Der Bosch Performance Line Generation 3 Motor mit 60 Newtonmeter Drehmoment und 500 Wattstunden Akku sorgt für kräftigen Vortrieb und gute Reichweiten, Werksangabe 118 Kilometer. Wenngleich Automatik und Performance Line Motor gegenüber dem HSD P9 und S8i natürlich etwas Reichweite kosten. Zwar sind Reichweitenangaben immer problematisch, da jeder unter anderen Bedingungen fährt, aber eine Tendenz lässt sich schon ableiten. Tern hat ja noch ein weiteres Automatikmodell im HSD-Programm, und zwar das S Plus mit integrierter, automatisch stufenlos schaltender Enviolo Sport 380 Nabe, übrigens auch mit Werksangabe 118 km Reichweite. Dieses Modell sind wir zwar nicht gefahren, haben das dort verwendete Automatiksystem aber bei anderen Fahrrädern schon testen können. Fazit: Es bietet noch mehr Komfort und lässt auch individuelle Trittfrequenzeinstellungen zu. Kostet beim Tern HSD Plus aber auch mit 5.699 Euro um 1.100 Euro mehr als das HSD S5i mit Shimano-System. Das S5i verfügt wie alle HSD über die modellspezifische, herausragende Variabilität bei extrem kompakten Abmessungen. Das nur 163 cm lange, 20 Zoll, kompakt Vielzweckfahrrad lässt sich auch hochkant abstellen und kann zum leichteren Transport auch den Lenker seitwärts einklappen. Der extra stabile Gepäckträger verträgt satte 60 kg Zuladung und kann diverse Kindersitze ohne Adapter aufnehmen und ist auch sonst für vielfältige Transportlösungen gerüstet. Eine praktische Tasche für Kleinkram ist unter dem Akku angebracht. Auch vorne lassen sich unterschiedliche Transportoptionen nutzen. Zudem gibt es den praktischen Andros-Vorbau, wo mit wenigen Handgriffen die ideale Lenkerposition eingestellt werden kann. Für Komfort sorgen die vordere Federgabel und auch die hervorragende Schwalbe Big Ben-Bereifung. Der bequeme Sattel lässt sich weit herausziehen und in der Serie gibt es eine gefederte Sattelstütze dazu. Hydraulische Magura MT4 Scheibenbremsen mit 180 mm vorne und 160 mm hinten bringen sehr solide Bremsleistung. Die Tern Valo Direct 190 Lumen 48 Lux Beleuchtung vorne sorgt für sehr gute Fahrbahnausleuchtung. Das Bosch-System wird hier mit dem Intuvia-Display geliefert. 4 Fahrmodi stehen zur Auswahl, sowie Anzeigen über Kilometerleistung und Reichweite. Auch der Walk Assist ist vorhanden. Mit ausgeliefert wird das Bosch-Standard-Ladegerät. Das HSD S5i wiegt 26 kg und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 170 kg. Der Kaufpreis beträgt 4.599 Euro. Wer auf die Automatik verzichten kann, sollte sich das Einstiegsmodell P9 mit 9-Gang Kettenschaltung anschauen. Hier muss man nur geringfügige Abstriche bei der Teileausstattung hinnehmen, bekommt aber dieselben tollen Transportoptionen, gepaart mit dem hervorragenden und besonders leisen Bosch ActiveLine Plus Antrieb. Und man hat noch mehr Reichweite als die Automatik, nämlich laut Tern 139 km.
Wer aber unbedingt Automatik möchte, der soll das S5i mit dem S Plus vergleichen, um dann seinen persönlichen Automatikfavoriten zu ermitteln. Eines steht jedoch für jede Modellvariante fest. Das Tern HSD ist ein außergewöhnlich variables, wendiges und sehr gut verarbeitetes, kompaktes Vielzweckfahrrad, das man sowohl für alltägliche Anforderungen als auch größere Touren bestens einsetzen kann. Praktisches Originalzubehör für Gepäck und Personentransport sind ein weiteres Argument für dieses Modell, wie übrigens auch für andere Tern-Baureihen.